komplett. Freunde, welcome back zum nächsten Vlog. Ist lang her, aber endlich gibt's wieder einen. Wir sind hier, weil ich kämpfen werde. Ich hätte es auch nicht gedacht. Hier sind wir aber. Heute ist die Pressekonferenz plus Wiegen. Und morgen findet dann der große Kampf statt. Ja? Sind wir mal gespannt. Jetzt, wo wir in der Halle stehen und du die große Halle siehst, ist deine Aufregung aktuell? Groß, groß, sehr groß. Also ich kann es irgendwie auch noch gar nicht realisieren. Der Ring wird gerade aufgebaut. Dass ich da jetzt boxen werde, kann ich irgendwie noch nicht so ganz raffen. Wo sind meine Handschuhe? Jetzt haben wir. Ich wollte nur die Erinnerung darstellen. So viele Leute, und man vergisst die Namen. Oh, wir haben Sofa. Geil, was ist das denn? Nett hier. Gemütlich, würde ich sagen. Gemütlich. Zu fünft oder so? Macht Spaß. Hier ist angenehm warm. Ich würde das auch pennen. Ich hätte gerne noch eine Playstation. Ja. Bist du heiser? Nein. Was geht ab? Nein. Ist im Stimmbruch? Nein. Also, wie starten wir hier überhaupt? Genau. Ihr startet hier, also ihr werdet von der Kabine von uns abgeholt, dann an die beiden Mädels übergeben, die gerade im Co-Catering sitzen. Die starten hier und die sagen euch, jetzt geht's los. Und dann kommt euer Song und dann geht ihr quasi diesen Weg. Ich zähle. Ja. Das ist ein Einlass. Also heftig. Ich fühle mir recht, der ist übel groß. That's what she said. Und dann lehnen wir uns so in die Seile rein. Und dann geht's ab. Ich habe Energie, ich habe Bock. Kati wird vielleicht ein bisschen was abbekommen. Muss sie die Deckung halten. So deine Anspannung jetzt, wo du zum ersten Mal hier im Ring stehst? Immer noch überraschend cool. Also irgendwie dachte ich werde aufgeregter sein. Aber das kommt morgen. Morgen wird's richtig schlimm. Hattest du schon mal ein sportliches Event vor so viel Publikum? Nee. Ich habe mal bei einem Event von Red Bull mitgemacht. Da waren auch einige Leute, aber als Team, da verteilt sich so der Fokus auf. Morgen ist volle Aufmerksamkeit auf einem. Das wird verrückt. Hey, na, öfter hier. Deckung. Und dann am Ende wird dann der da gemacht. Da gab es einen Boxer, der hat das am Ende gemacht, nachdem er jemanden K.O. gehauen hat, hat er den gemacht. Schon echt disrespectful eigentlich. Sexy. Ja. Du auch. Ah, aber film meine Hände nicht so. Ich mag meine Hände nicht. Bitte sponsert mich. Ich habe noch nie so eine Bandage gehabt. Das ist echt. Mit Siamin Gips. Steh auf am besten. Ja, genau. Gut. Kannst du deine Faust anschließen? Hast du schon letztes Mal gegeben? Geht. Wir starten jetzt die Pressekonferenz und deswegen, es wird alles live gestreamt, genau. The Great Fight Night 2. Wir werden heute die Interviews machen, wir werden das Wiegen machen, es wird Face-Off geben. Wie ist das für euch nach dem Event? Zum einen Anna Gazzanis, die Dame mit den roten Haaren, bekannt von TikTok und Baby Yes Sir. Wir auch von YouTube. Für dich sehr speziell, du hattest drei Gegner, sind vorher ausgefallen, verletzungsbedingt oder gehe ich durch einen Arztcheck durch oder sowas. Du hast dich immer wieder speziell auf eine Gegnerin vorbereitet und immer wieder gewechselt. Jetzt vierte Gegnerin, hast du dich speziell jetzt auf sie vorbereitet oder einfach nur Boxen insgesamt trainiert? Nee, ich habe mich ganz normal vorbereitet. Gucken wir mal. Noch weniger. Echt? Ja. Kann ich ja noch essen. Ja, kannst du was essen, genau. Wir haben 56,5 Kilo. Also, super, ja. 55 Kilo. Sehr gut, das habe ich gedacht. Komm mal zu mir. Nach vorne gucken. Warst du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen, haben wir das angemerkt. Ein bisschen, ja. War ich okay? Habe ich mich blamiert? Hast du super gemacht. Ja, okay, gut. Ja. Hast du gut gemacht, sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Bis morgen. Bus. Ja, und jetzt nur noch Spaß haben. Ja, dann immer. Nur Spaß. Nur Spaß. Jetzt gibt's Pizza, habe ich gehört. Darf ich nicht? Ja. Ah, okay. Super. Was sagst du? Quality Time. Trainer morgen sagt nach nein. Dem Kampf gibt's Pizza. Krieg ich Pizza? Ja, du kriegst Pizza. Okay. Vom Herzen. Du kriegst so viel du willst. Du warst ja schon mal unten und hast gekämpft. Welchen letzten Tipp würdest du den Kämpfern oder beziehungsweise Anna geben, jetzt so kurz vorm Kampf? Es ist sehr gut zu wissen, dass wenn man unten ist und der Gong erklingt, 50% der Ausdauer weg ist. Du hast, ohne dass du was machst, einen Puls von 200. Du kannst
auf nichts hören, was der Trainer sagt. Wenn du das vorher schon weißt, das hilft auf jeden Fall. So, Pressekonferenz und Wiegen ist durch. Ich bin sogar leichter als gedacht. War gut. Stare down habe ich gewonnen, würde ich mal behaupten. Jetzt gehen wir noch gemütlich Abendessen und schlafen. Ihr müsst euch ganz natürlich verhalten. Ist schön. Ich find's schon schön, und du? Ich auch. Also ich will Gott dafür danken, dass wir hier alle sitzen, dass alle mit mir feiern und an mich glauben. Und wir lassen uns jetzt das Essen einfach nur schmecken. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Du kannst Feierabend machen. Danke. Ja, sehr gerne. Freue mich. Kampftag. Wir haben jetzt mitbekommen, dass der Busfahrer krankheitsbedingt ausfällt heute. Jedenfalls, ich fahre den Bus heute. Wir sehen ein Automatikgetriebe, schöner großer Lenkrad. Und heute fahre ich den Bus zum Kampf und Anna fährt den Zug des Events. Ja, dann auch. Gib mal Gas jetzt. Gib mal Gummi, hallo. Wie Gummi? Was ist das jetzt? Hey, jetzt komm, jetzt Shishi, das steht da. Jetzt kommen die Leute schon, dass wir nicht mitfahren dürfen. Heute ist Fight Day. Wir fahren jetzt zur Arena, dann werden wir meine Haare gemacht. Und dann geht's auch schon ab. Ja, wir sind der dritte Kampf heute. Dani fährt den Bus. Ich hab's gehört. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. Kommt alle rein, herzlich willkommen. Und immer mal haben. Ja. Die weiße Stelle, da würde das Poster perfekt hinpassen. Aber du musst am ersten unterschreiben. Ja, mach ich. Ja, okay. Aber dann hängst du es auf. Ja, safe. In der Garage. Hey. Was ist mit deinen Haaren? Was ist mit meinen Haaren? Lässt du die so? Nee, die werden jetzt geflochten. Ach so, ja, ja. Sonst sehe ich gar nichts. Ich bin in der Maske. Haare werden gemacht. Ich habe mich gerade schon mit Profiboxerin unterhalten. Ich habe ein gutes Gefühl. Gerade bin ich gechillt. Kommt aber bestimmt wieder gleich. Nur so Schubweise. Ja, das auf jeden Fall. Aber im Bus war es gerade heftig. Ich war wirklich am Überlegen, ob ich mir meine Haare abrasiere für den Kampf. Die haben mich so genervt, die Haare. Es wäre wild gekommen. Stell dir mal vor, ich wäre mit so einem Boxerschnitt reingekommen. Da hätten aber alle Angst gehabt. So. Guten Tag, Daniel. Guten Tag, Herr Jungwirt. Kommt schon bekannt vor. Vielleicht böse aus. Nein. Ich will aber böse ausschauen. Da musst du nicht lachen. Du musst böse gucken. Und Anna, bist fit? Ist Nebensache. Wir müssen gewinnen. Hey Junge, ich spring rein. Wie ist der Boden im Vergleich zu Octagon? Also ich finde es fast zu weich. Anders irgendwie. Die Mitte ist aber hart, komm mal her. Das sind schon verschiedene Stellen. Hier ist weich, guck mal. Hier ist weich. Hier ist härter an den Seiten. Das ist irrelevant. Bewegung über den Boden sliden. Schön immer die Wege abschneiden, das ist wichtig. Das haben wir geübt. Und ansonsten, wie gesagt, über die Beinarbeit gewinnen wir den Kampf heute. Und ich konnte den nicht mehr besticken lassen oder so. Steht da aber wenigstens gar nichts drauf. Nein, es steht nichts drauf. Siehst du aus wie ein Zauberer. Was? Ich schaue wirklich aus wie ein Zauberer. Mit der Brille schon, ja. Oh nein, ich laufe vor jemand leiden. Aber die schauen ja kacke aus, ey. Auf gar keinen Fall. Ich noch mal schnell. Ich habe noch ein Meeting, schnell. Special Effect. Ey, du hast das ganze Wochenende schon meine B-Roll-Shots immer irgendwie kaputt gemacht. Ich habe irgendwie so ein. Anna, ich habe nur ein kleines Meeting. Ja. Ich hab da irgendwie so ein Fetisch, will ich nicht sagen, aber so ein Ding dafür. So ein, wie sagt man denn dazu? Also auf jeden Fall nicht Fetisch. Wie fühlst du dich? Also, ja. Angespannt. Ja, das ist normal. Das ist völlig normal. Gemischte Gefühle hat man da. Du musst es an dich ranlassen. Atmen und einfach an dich ranlassen. Nimmst du ins Positive mit. Die Energie, wenn du reinläufst nachher, du saugst auf, genieß es. Geil. Ich hab mitbekommen, dass ich die Zweite bin, die einläuft dann. Also meine Gegnerin steht dann schon im Ring. Okay. Ich glaube, es wird gut. Wenn du als Erster im Ring bist, hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dich am Ring zu gewöhnen. Wenn als Zweiter, ich laufe auch gerne als Zweiter rein, dann geht es dann eigentlich gleich los. Dann ist nicht viel mit Warten, dann wird es dann angefangen.
angesagt, die Ecken werden vorgestellt und dann geht's eigentlich schon zügig los. Ja. Irgendwie sieht das lustig aus, ich wollte das einfach nur mal festhalten. Ja. Du bist der Busfahrer. Dani ist der Busfahrer heute, haben wir schon geklärt. Wir hatten schon den Busfahrer. Ja. Papa Gazzanes! Sag lieber nichts. Ist so ein bisschen nicht so real, das Ganze. Vollgas, G-Power kommt dann. Wie aufgeregt bist du? Es geht, ja. Das Ding ist, ich brauche so ein bisschen jetzt gerade rumlaufen, ein bisschen was machen. Mama Gazzanes, Bruder Gazzanes. Freue mich, dass ich das mag. Bist du aufgeregt? Doch, schon. Ja. Wie wird es für dich sein, zu sehen, wie deine Tochter vielleicht geschlagen wird? Komisches Gefühl, ja, schon komisch. Ja. Kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Schon. Hast du sie mal im Training gesehen? Ja, sie mag es sehr gut. Lass mal eine Boxerfriese. Ui, so machen das Boxer, oder? Bist du noch nicht umgezogen? Am Boxen? Bist du umgezogen? Achso, nee, eigentlich nicht. Du boxst da sogar vor mir! Wieso bist du so schick? Ja, weil ich so direkt weiter feier danach. Ich will doch direkt auf und dann. Krasser so Feier, oder? Feiern, Leute. Ja, klar. Wo ist die? Da lang. Perfekt. Danke. Ihr boxt 5 Runden, 2 Minuten, wie ihr es abgemacht habt. Ganz am Anfang nehme ich euch einmal in die Mitte. Ich darf dich nicht anziehen im Stehen. Heißt, wenn du so eine Situation hast und merkst, so, ich brauche jetzt mal irgendwie eine Pause, in Anführungsstrichen, dann geh lieber mit dem Knie auf den Boden. Viel Erfolg, wir sehen uns später im Ring. Es ist immer einfach, die Sachen klein zu reden. Es ist immer einfach, Sachen zu kritisieren, wenn man selber nicht quasi in der Situation steckt. Ich glaube, die meisten bedenken nicht, wie viel Zeit, wie viel Fleiß und wie viel Risiko du auch gerade investierst. Wieso hast du dich eigentlich dazu entschieden? Ich hatte Bock auf die Challenge, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mich gerne länger vorbereitet, aber letztendlich hieß es, okay, du hast 3 Monate Zeit und dann dachte ich, probiere ich das einfach. Ich wollte eh schon mal so ein bisschen in Richtung Selbstverteidigung gehen und dann fand ich das eigentlich eine ganz coole Challenge. Und ich war davor eh super unsportlich und es hat mich wieder motiviert, Sport zu machen. Es gibt ja sehr viele Kanäle, wie zum Beispiel Hungriger Hugo, Satter Hugo oder auch einfach generell eine schadenfrohe Community aktuell. Wie gehst du eigentlich damit um? Denkst du da überhaupt dran oder ist dir das egal, ob da jetzt irgendwas im Ring passiert, dass es zum Meme werden könnte? Nee, ist mir egal, weil letztendlich passiert das alles danach auch. Also solange es davor nicht passiert, ist alles easy. Letztendlich soll sich jeder überhaupt mal selber in den Ring stellen und sich das überhaupt mal trauen, davor Tausende von Menschen zu boxen und überhaupt zu boxen in der kurzen Zeit. Mich hat keine am meisten getroffen, aber ich fand, dass halt diese Vorwürfe, es hieß immer so, ja, immer das klassische Frauen-Männer, diese Differenzierung immer und dann, dass es halt hieß, ja, ihr Frauen könnt eh nicht boxen, bleib lieber beim Tanzen, mach lieber deine TikToks und lass den Boxsport richtige Männer machen, hieß es immer. Aber es hat mich jetzt nicht getroffen, weil ich ganz genau weiß, wie hart ich trainiert habe und dass ich durchaus mittlerweile was drauf habe. Einmal die Gegner einschüchtern und denken, dass ich das bin. Also wird das doch bei dir auch aussehen, oder nicht? Nee. Cooles Outfit. Wie fühlst du dich? Oh, du schwitzt auf jeden Fall schon, du bist warm. Vaseline. Du bist warm. Oh, bist du bereit? Ja, doch. Ich mach dir nach. Knockout. Hoffentlich, Alter, hoffentlich. Bandagen sind jetzt dran. Wir machen uns demnächst warm. Wir wissen ja nicht, ob frühzeitig der Kampf von den anderen beendet wird. Und dann geht's in den Kampf. 19 Uhr ungefähr. Was macht die Pumpe? Jetzt, wo du sagst, geht's wieder hoch. Immer so ein Up and Down irgendwie. Ich komm wieder klar und dann kommt's wieder so schubweise. Aber gerade geht's. Du bist sehr, sehr, sehr erfahrener Kämpfer. Was ist so jetzt der letzte Tipp, den du anderen noch kurz vorm Warm-up bzw. kurz vorm Kampf geben würdest? Die Nervosität an sich ranlassen. Dann einfach Spaß haben. Einfach. Wichtig ist halt, nicht zu wild werden. Im ersten Kampf wirklich, wie wenn es heute wäre, kann ich mich noch dran erinnern. Da geht man ja die Treppen hoch. Wirklich, ich habe so weiche Knie gehabt und ich habe gemeint, ich spüre meine Knie nicht mehr. Ich dachte, wie kommen jetzt die Treppen da hoch? So wackelig waren die. Und was war das Resultat? Ist eine Karriere daraus geworden. Mama? Gleich kommt's Kind. Boom, irgendwas. Jab, Cross, bam, 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 bam. Schön, klasse, und raus.
Kreuzer, jetzt bestocken wir, jetzt schön rauswerfen. Bop, bop, bop. Jab, cross, mein cross. Bop, 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 bop. This is it. Party People in the house. Anna zerfetzt sie jetzt. Scheint böse aus. Ja? Ja? Ja. Ja. Mittlerweile ja. Sogar ich hab. Rar! Komm schon, wir wollen. Jawoll! Go, 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 go! Ziehst du nochmal auf? Oben am Ring. Wir laufen dann rein und ich mach deine Schlaufe auf. Und dann laufe ich erst ein bisschen, mach ich ein bisschen Show am Ring. Und los! Okay, komm! Okay, das ist dein Moment. Dein Moment. Christoph, wir müssen Vaseline. Atmen, schön, einatmen. Das ist dein Game. Du machst es mit dem Fake und machst es sehr gut. Schön atmen, atmen! Rechte Hand! Rechte Hand nochmal! Das ist dein Kampf. Mach genau so weiter. Weg, geh schon mit der 3 rein. Geil, schön gemacht. Schön gemacht. Immer schön ausgewichen, dann die rechte durchgeknallt. Echt geil. Echt Hammer. Respekt. Respekt. Würdest du denken, dass er erst 12 Runden? Nein, niemals. Niemals. Hammer. Ja, größten Respekt an dir. Aber der Kampf geht ja noch. 3 Runden. Bleib dran, in die Ecke rein! Schlag sie in die Ecke! Jetzt lauf nach rechts! Bleib drin! Bleib drin! Bleib drin! Oh, guter Leber! 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 Nochmal, nochmal, bleib dran! Bleib dran! Jawohl! Hier rüber, links, links. Atmen, Anna! Anna, atmen! Ja! Ja! Glückwunsch! Sehr, sehr gut! Richtig stark! Echt, mein allergrößter Respekt! Die rechte mit Gemien und drüber geschlagen. Schön, Führhand aufgeguckt. Echt, super! Ich habe alle Vollgas gegeben. Keine Rücksicht auf Verluste. Sehr, sehr schön war es hier. Die Gewinnerin des dritten Kampfes durch technisches KO ist Anna Gazanis. Wie sieht es denn bei dir aus? Nächstes Jahr, Reiti, sehen wir dich dann auch im Ring? Gut gemacht, super, gell? Dritte, glaube ich. Ja, ich auch. Krass. Aber ich will jetzt, gell? Ja. Weißt du noch was? Nee. Wenig, gell? Hat sich nur gut angefühlt, als ich ihr Gesicht gesehen habe. Ich habe auch viele Jabs wieder nur gehauen. Ja, aber das ist ja das. Und deine Beinarbeit war halt einfach klasse. Und wenn du quasi diesen Jab, Cross, Line, Cross gemacht hast, boah, die rechte ich immer voll rein. Guck, und du bist mitgelaufen, das ist das Wichtige. Boop. Boop. Und jetzt die rechte. Baba! Guck mal, guck mal. Ich wusste gar nicht mehr, wo sie ist. Boah, wenn der Uppercut reingekommen wäre, Junge, die wäre umgekippt nach hinten. Guck mal, das. Boah. Alter, ich habe schon gerade meinen ersten Schluck Alkohol getrunken nach 6 Monaten oder so. Was war's? Wodka-Bullen. Oh, wow. Aber was gibt's jetzt zu essen? Ich glaube, das ist irgendwie Pasta mit Gemüse. Wann gehst du in den Ring? Nee, wir kämpfen? Nein. Das Grund. Okay.
heftig. Respekt vor so vielen Leuten. Ich habe Angst, alleine wenn ich da stehe und einen Hochdruck habe ich schon Schiss. Und du hast gekämpft wie eine Queen. Löwin! Alter, krasse Scheiße hast du da gemacht. Ich hatte Angst, ich hab die Zitter, Gänse und alles Blut. Wo ist das Ding? Warum ziehst du das nicht an? Das ist versteckt. Ich würde das ganze Zeit jetzt mit, Leute. Also Freunde, mein Kampf ist vorbei. Ich habe gewonnen. Und jetzt gönnen wir uns den letzten Fight. Crispy Rob und Jonas Ems, ich bin gespannt, weil die haben schon eine Vorbereitungszeit von einem Jahr ungefähr. Gucken auf wen setzt du? Auf Crispy Rob. In welcher Runde? Ich glaube, es geht auf Punkte. Auf die Fresse! Auf die Fresse! What the hell, Alter! Crispy Rob, this is Jonas Ems, wurde einstimmig gewonnen von Crispy Rob! Ich hab's predicted! Kannst du schon reden, mein Lieber? Kann ich dir kurz Karte geben? Hast du wirklich gut gemacht, du hast sehr stabil gekämpft. Danke. Wollen wir ein Foto machen? Ja! Okay, Freunde, die Fight Night ist over. Wir haben das Ding nach Hause geholt. Es waren sehr krasse Kämpfe. Ich bin auch sehr proud of meinen Kampf. Der war wirklich gut. Und ich war auch gar nicht so aufgeregt. Es war geil, so die Energie vom ganzen Publikum da zu haben. Alle Leute im Rücken zu haben, es war mega, mega nice. Andere Kämpfe waren auch klasse, meiner war aber der Beste. Mit Abstand der Beste. Ich bin jetzt aber heißer, aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt noch schön abfeiern. Wir gehen auf die Aftershow-Party. Ja, damit beende ich jetzt einfach mal den Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr ja mehr Box-Content sehen, weiß ich nicht, ob mehr Box-Content kommt. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein.